Hallo zusammen. Wir gucken uns heute mal einen Kyosho Mini Z an. Und zwar so ein Fahrzeug, das hat meiner Sammlung noch gefehlt. Und das ist natürlich ein Modell für den Winter, für die Halle. Ja, wie man hier schon sieht, Mini Z mit Heckantrieb. Und zwar, das ist jetzt ein Ready Set. Und zwar, wir gucken uns jetzt als allererstes mal das Modell an. Ich habe mich hier für den Mercedes AMG GT3 entschieden. Und ich muss sagen, das, was Kyosho hier macht, das sieht richtig gut aus. Ja, wie gesagt, das ist die Version nur mit Heckantrieb. Wir gucken uns jetzt erstmal den Karton an. Hier ist eine Fernsteuerung dabei. Hier ist ein bisschen Werkzeug dabei. Hier gibt es sogar Pylonen. Die werden wir natürlich nicht brauchen, weil ein Kollege von mir, der hat eine kleine Strecke. Ja, hier auf der Rückseite, hier oben sind noch so ein paar Tuning-Teile aufgelistet. Und ja. Können wir gerade mal gucken. Pylon. Dann ist hier Werkzeug dabei für die Radmuttern. Und noch so ein kleiner, ja, das ist so ein Pin. Den braucht man, glaube ich, für einen Fahrtregler oder Empfänger. Hier haben wir das Tütchen mit Ersatzteilen. Hier sind dann Motorritzel drin. Und ich glaube, hier sind Teile bei, damit man die Vorderachse von schmal auf breit umbauen kann. Das weiß ich aber jetzt nicht so ganz genau. Dazu gibt es natürlich eine Bedienungsanleitung, also der übliche Papierkram, den man halt kennt. Dann gibt es noch einen Zettel wegen Garantie, das ist auch ganz wichtig. Und natürlich die Fernsteuerung. Bei dem Modell handelt es sich jetzt um die aktuellste Version. Und an Fernsteuerung gibt es diese KT 531P. Das ist eine Zweikanal 2,4 GHz Fernsteuerung. Lenkrad ist mit Schaumstoff. An Ausschalter habt ihr hinten. Und an der Fernsteuerung kann man natürlich noch ein paar Sachen einstellen. Wir haben Trimmung für Gas, Trimmung für die Lenkung,
Dual Rate für die Lenkung. Hier muss ich gerade selber gucken, was das ist. CH4 heißt für mich Channel 4. Was ich mit dem Schalter jetzt mache, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ihr habt eine Status-LED. Und zwar, bei dem Modell ist das so, wenn das ausgeliefert wird, dann ist ein Trainingsmodus aktiv. Das heißt, das Modell läuft dann nur auf Halbgas. Schätze ich mal. Und diese Status-LED, die sagt nicht nur aus, dass die Fernsteuerung an ist. Ihr könnt an der LED erkennen, ob das Modell im Trainingsmodus läuft oder quasi im offenen Modus. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, dann ist der offene Modus aktiv. Wenn die aber permanent blinkt, dann ist der Trainingsmodus aktiv. Da tun wir aber irgendwann mal nachgucken, wie man das umstellt. Aber aus der Schachtel raus ist der Trainingsmodus aktiv. Das ist dann so für einen Fahranfänger zum Üben. Dann kann man halt ein bisschen ausprobieren. Und ja. Wir werden natürlich mit dem Modell auch erstmal ein bisschen üben müssen, weil das ist schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal Mini Z gefahren bin. Und ja, wonach gucken wir jetzt? Wir brauchen, um das Modell zu fahren, für die Fernbedienung 4 3xA-Batterien. Die kommen in die Fernsteuerung. Ins Modell kommen auch 4 3xA-Batterien. Ihr könnt die Modelle natürlich auch mit Akkus fahren. Das geht auch. Wenn ihr die Karosserie abnehmen wollt, das hat Kyosho so gemacht. Ihr habt hier vorne eine Nut. Da sitzt dieses weiße Plastikteil. Das wird da reingesteckt. Und dann tut man einfach die Karosserie auseinanderziehen. Das machen wir jetzt mal. Na, komm. Hier vorne sieht man das. Jo, und da ist er. So. Hier ist ein ganz normaler Bürstenmotor drin. Und was ich hier schon gesehen habe, und zwar die Motorkabel. Na, Fokus. Die Motorkabel, die haben hier hinten so eine kleine Klammer. Die sitzt hier drunter. Und zwar, die Motorkabel müsst ihr unter der Klammer rausholen, damit die Kabel frei beweglich sind. Weil sonst könnte passieren, wenn der hinten federt, dass es irgendwann einen Kabelbruch gibt oder an den Lötstellen so eine kleine Bruchstelle gibt. So, das wollen wir natürlich nicht. An der Vorderachse haben die auch eine Federung.
Und ja, ich muss jetzt noch warten. Das Modell, das bekommt noch einen Transponder, weil wir fahren nachher mit einer Zeitmessung. Hier ist auch noch eine kleine Antenne dran. Und wir gehen jetzt mal her. Wir tun das Auto mal wiegen. Ich mache jetzt erstmal die Karosserie wieder drauf. Ja, das sieht man sogar. So, 168,5 Gramm mit Batterien. Das ist auf jeden Fall schön handlich. Und ja, den wollte ich mal vorstellen. Link, also ein Kauflink von dem Modell, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, und dann wollen wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich eine Probefahrt hinkriegen. Da machen wir dann auch ein kurzes Video zu. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.